Yo Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Endlich wieder Legacy, Freunde. Und ihr wisst Bescheid, wir sind mittlerweile in Yu-Gi-Oh! GX angekommen. Und uns steht das Weltuntergangsduell bevor. Jaden gegen Atticus, beziehungsweise Night Shroud. Also Atticus, der von der Night Shroud-Maske besessen ist, wie auch immer. Das wird sich im späteren Verlauf der Story klären. Und tatsächlich ist mir hier eine Sache aufgefallen, beziehungsweise ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Und zwar haben sie es geschafft, sage und schreibe, drei Duelle zwischen Jaden und Chaz auszulassen. Sie haben es Real Talk geschafft, von der allerersten Folge an bis zu diesem Punkt hier, drei Duelle zwischen Jaden Yuki und Chaz Princeton nicht mit in die Story aufzunehmen. Und ich frage mich, wie haben sie das bitte geschafft? Ich frage mich halt wirklich, wie das möglich sein soll. Denn, Freunde, Jaden und Chaz hatten ein Duell bereits in Folge 2, welches abgebrochen wurde, da die Campus-Security gekommen ist und es gar kein erlaubtes Duell gewesen ist. Also sie haben sich abends in die Duellarenen geschlichen und so weiter und so fort. Egal. Jedenfalls, dass das Duell nicht drin ist, kann man irgendwo nachvollziehen, weil es keinen festen Gewinner gegeben hat. Obwohl das Duell eigentlich fast bis zum Ende gespielt wurde und das ist eigentlich auch gar kein Grund. Egal. Jedenfalls, das Duell gab es nicht. Dann gab es ein Duell zwischen Jaden und Chaz, als Chaz die Karten von Dr. Crowler bekommen hat, also die VWXYZ-Karten, um Jaden zu besiegen. Das ist ebenfalls nicht mit drin. Und das Duell der Schulen, welches meiner Ansicht nach wirklich eines der besten Duelle überhaupt im gesamten Verlauf von Yu-Gi-Oh! GX ist, haben sie ebenfalls ausgelassen. Obwohl es wirklich ein sehr wichtiges Duell auch für die Story eigentlich gewesen ist. Also es war schon ein ziemlich großes Event, sage ich mal, was auch über mehrere Folgen ging. Und das haben sie ausgelassen. Ich verstehe es einfach nicht. Vor allem, es gibt hier so, ich meine, es gibt hier so unnötige Duelle gegen beispielsweise Titan oder gegen Lexus. Also die jetzt, ich meine, sind jetzt nicht komplett unnötig so. Aber Chaz ist doch quasi in der ersten Staffel von Yu-Gi-Oh! GX zumindest der Kaiba. Im Vergleich zu Jaden, der ja quasi der Yugi ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich meine, Chaz ist schon sehr an Kaiba angelehnt, okay? Er spielt ein Drachendeck, er spielt die VWXYZ-Karten, ihr versteht, was ich meine. Chaz finde ich persönlich zwar cooler als Kaiba, sagt, was ihr wollt, okay, ihr könnt mich jetzt gerne hassen. Aber wie konnte man denn diese Duelle zwischen zwei der wichtigsten Charaktere einfach auslassen? Ich verstehe es nicht. Okay, egal. Wir reden jetzt schon viel zu lange darüber. Wir werden auf jeden Fall jetzt anfangen mit dem Duell zwischen Jaden und Atticus. Beziehungsweise Night Shroud, aber ich musste das einfach loswerden. Okay, nein, ich wollte... Na, Mann. Ich drücke immer automatisch. Ich bin immer zu euphorisch. Ich will doch nicht anfangen. Okay, aber wir haben Topf der Gier, also es geht schon klar. Ich verstehe nicht, wie sie diese Duelle alle auslassen konnten. So vor allem, dass man halt von mir aus die ersten beiden nicht drin hat. Okay, aber wieso auch die... Also, wie haben sie es geschafft, drei Duelle nicht mit reinzupacken? Egal. Wir aktivieren erstmal Topf der Gier und ziehen zwei Karten. Der Topf der Gier hilft gegen jeden Vampir, wisst Bescheid, Freunde. Und wir haben zweimal eheiliger Notruf. Das ist auf jeden Fall stabil. Wir gucken mal, was wir im Extra-Deck so haben. Wir haben Wild Edge, wir haben Donnergigant, Tempest, Rampant Blaster, Mudballman und Flammflügelmann. Also eigentlich so gut wie alles, außer Elektrum und glänzender Flügelmann. Ich würde sagen, wir aktivieren eheiliger Notruf und holen uns... Was holen wir uns? Auf welches Monster wollen wir eigentlich gehen? Wir haben bereits Bubbleman. Wir könnten auf Tempest zum Beispiel gehen, aber... Ich würde sagen, wir holen uns erstmal Wildheart und gehen dann mit Fusion auf Wild Edge. Ich glaube, das wäre ganz gut, okay? Also wir aktivieren Fusion und wir fusionieren die Elementarhelden Wildheart und Blade Edge zu Elementarhelden Wild Edge. Komm schon, Mann, das ist so... Komm schon, ich gebe mir schon Mühe, okay? Ich mache schon so eine dramatische Anime-Fusion-Summon hier und das Spiel ist einfach zu langsam, um mitzugehen, okay? Aber jetzt liegt er da, Wild Edge, okay? Denn wir haben... Moment mal. Wir haben Defusion. Das bedeutet, sollte der Gegner irgendwie versuchen, das Ding hier loszuwerden, können wir immer einen Blade Edge und Wildheart beschwören. Und ansonsten eheiliger Notruf und Bubbleman. Safen wir uns einfach für den nächsten Zug, weil, ja, mal gucken, was passiert. Und er aktiviert Kunst des Beschwörers und holt sich den schwarzen Rotaugendrachen auf die Hand. Tatsächlich hat er den auch gespielt im Anime. Also er hat den zwar immer zum rotäugigen, finsteren
Drachen abgegradet. Ich glaube, in der vierten Staffel hat er ihn sogar dann zum rotäugigen, finsteren Metalldrachen abgegradet, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr... Ich glaube schon. Rotäugiger, finsterer Metalldrache kam in der vierten Staffel von GX4. Daher gibt es die Karte überhaupt. Aber das bringt ihm gerade scheinbar nichts, denn er kann ihn sowieso nicht beschwören. Er settet nur ein Monster und eine Karte. Und, also, ich würde sagen, aktivieren wir einfach Eiliger Notruf, suchen uns irgendeinen Beatstick. Wahrscheinlich dann Elemental Sparkman an der Stelle. Und, Sparkman oder Wildheart? Komm, Sparkman, okay? Wildheart ist zwar unberührt von Fallen, aber Sparkman hat diese 100 Angriffspunkte mehr und Sparkman ist cooler, okay? Deswegen holen wir uns Sparkman. Und, normeln den. Und, macht Wild Edge, genauso wie Blade Edge, auch durchschlagenden Kampf. Schaden? Nee, er kann nur alle Monster, die der Gegner kontrolliert, einmal angreifen. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Was ist denn jetzt los? Moment mal. Ich glaube, meine Joy-Cons spielen verrückt. Dieser Analogstick hier, irgendwas ist damit. das ist ja jetzt ziemlich nervig. Okay, schätze, ich muss mir neue besorgen, wie auch immer. Wo war ich stehen geblieben? Wild Edge mit Defusion, Blade Edge und Wild Heart, das wären 5000. Moment mal, hör mal auf! Alter. Das wäre nicht genug Schaden für ein OTK, also können wir es auch langsam angehen. Wir greifen mal mit Sparkman an, das wird hoffentlich reichen. Und es sind die Drachentruppen. Die hat er tatsächlich auch gespielt im Anime, das weiß ich noch. Und es wäre tatsächlich dann doch besser gewesen, wenn wir mit Wild Edge direkt angegriffen hätten, denn der kann ja sowieso jedes Monster einmal angreifen. Denn Drachentruppen holen immer wieder eine neue Drachentruppenkarte vom Deck, wenn sie zerstört werden. Wie auch immer, spielt jetzt keine große Rolle. Wir beenden einfach hier den Zug. Und gucken, was passiert. Also, vielleicht zieht er ja rotäugige schwarzes Küken und kann damit seinen schwarzen Rotaugendrachen beschwören. Nein, das tut er auch nicht. Er settet nur ein Monster, das ist ziemlich langweilig. Ich fand tatsächlich das Duell gegen Nightshroud noch eines der coolsten Duelle von den Duellen gegen die Schattenreiter. Ich glaube, wir können hier tatsächlich für ein OTK gehen, oder? Also Normal Summon Avian und dann setten wir das gute Stück hier und specialen dann Bubble Man, denn wir haben ja keine Zauber- oder Fallenkarten auf dem Feld, das bedeutet, wir können Bubble Man beschwören. Im Anime kann man tatsächlich zwei Karten ziehen, wenn man keine Monster auf dem Feld hat außer ihm, beziehungsweise keine Karten auf dem Feld hat außer ihm. Aber es ist vollkommen egal, ob man Karten auf der Hand hat oder nicht. Im TCG ist es tatsächlich so, du darfst auch keine Karten auf der Hand haben. Ist jetzt sowieso irrelevant, wir können ihn beschwören, das ist das, was zählt, okay? Lass mich mal kurz hier rechnen. Also die drei hier machen insgesamt... Das ist so nervig. Das ist so nervig, dass das jetzt immer passiert, okay. Die machen insgesamt 3400 Schaden, plus 2,6 von Blade Edge sind 6000, plus Wild Heart sind 7500, das reicht also nicht für Game. Dann müssen wir versuchen, also wir müssen hoffen, dass die Angriffspunkte von Sparkman reichen. Also Sparkman greift sein verdecktes Monster an und es ist... Nein, es ist rotäugiger Lindwurm mit genau 1600 Def. Oh, das ist jetzt mega nervig. Das wäre doch der OTK gewesen, Freunde. Das wäre doch der OTK gewesen. Jetzt habe ich natürlich auch keine Xyz-Monster oder so, auf die ich gehen kann. Selbstverständlich nicht. Und jetzt liegen da halt Avian und Bubble Man und machen halt nichts. Naja. Ich muss schon sagen, das ist gerade ziemlich nervig, okay? Hätte er nicht 1500 haben können. Moment mal. Hätte er nicht den Effekt von rotäugiger Lindwurm aktivieren können? Was macht er nochmal? Ich will den lesen. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und beschwöre ein rotäugiges Monster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Ja, während der Endphase. Okay. Ja gut, okay, er hat ja kein rotäugiges Monster im Friedhof, also klar. Ich dachte jetzt, er könnte es auch von der Hand beschwören. Na gut. Irgendwie passiert hier nichts Spektakuläres, außer dass meine Joy-Cons verrückt spielen. Und ja, ich spiele auf der Switch, also ich habe hier Joy-Cons, ne? Aber in diesem Zug sollte es tatsächlich vorbei sein. In diesem Zug sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Und dieses Mal gehe ich auf Nummer sicher und greife mit Elemental Wild Edge an. Das nervt. Das nervt wirklich. Es nervt wirklich extrem. Es nervt. Also, wir greifen an mit Elemental Sparkman.
Das sind 1600 und er aktiviert keine Fallenkarte. Dann mit Elemental Avian. Federkiel-Kaskade. Oder wie auch immer seine Attacke im Anime hieß. Und Bubble Man bei... Wie hieß Bubble Mans Attacke? Ich habe keine Ahnung. Bei Sparkman war es statische Schockwelle. Ich find's irgendwie charmant, dass sie den Yu-Gi-Oh!-Monstern ebenfalls Attackennamen gegeben haben. Das hat zwar so einen diversen Pokémon-Vibe. Nein! Moment mal! Nein! Was? Nein! Moment! Nein! Ich wollte. Was? Nein! Was? Oh mein Gott, ich. Oh mein Gott, ich hab Wild Edge defusioniert und hab aus Versehen den Knopf gedrückt, dass ich die Monster nicht vom Friedhof specialen kann. Was zur Hölle? Was? Oh mein Gott, ich hätte jetzt Blade Edge und Wild Heart beschwören können und hab aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Und jetzt bleiben sie im Friedhof, weil ich Nein gedrückt habe. Oh mein Gott, wie lost kann man bitte sein? Oh mein Gott, ey, wenn ich jetzt dieses Duell deswegen verliere, das wäre die Höhe. Das wäre es einfach, Freunde. Ich glaube, dann höre ich auf, dieses Spiel zu spielen. Das kann nicht sein. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte eigentlich sagen, ich finde es cool, dass die Monster im Anime ebenfalls Attackennamen haben, wie im Pokémon-Anime zum Beispiel auch. Das macht das Ganze einfach ein bisschen cooler, ein bisschen individueller, wenn ihr versteht, was ich meine. Auch wenn es natürlich keinen Unterschied macht, so, weil der Gegner verliert so viele Lebenspunkte, wie das Monster Angriffspunkte hat. Fertig, aus. Und wir hatten jetzt hier nochmal Glück, dass er nichts beschworen hat oder so. Und wir hier mit den kleinen Monstern noch drüber rennen können. Oh mein Gott. Erst die Sache mit den Joy-Cons und dann auch noch den falschen Knopf gedrückt. Und das war ein Duell zum Vergessen, aber wir haben es gewonnen, okay? Wie auch immer. Oh mein Gott, das Feld der Schreie. Das ist das Duell gegen Kamula, gegen die meiner Ansicht nach beste von all den Schattenreitern. Also die einzige, die zumindest irgendwie ernst zu nehmen war. Also abgesehen von Nightshroud vielleicht. Aber ich fand Kamula auch cooler als Nightshroud zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Also sie dürfte auch ein ganz okayes Deck haben, denn sie spielt Zombie. Und sie dürfte Möglichkeiten haben, einige Monster zu specialen. Deswegen wird das vielleicht ein ganz interessantes Duell. Und nein, ich will nicht anfangen. Ihr wisst, Freunde, ich habe bereits ein dümmste Duelle-Video zu diesem Duell hier gemacht. Daher kommt übrigens auch der Satz, Topf der Gier hilft gegen jeden Vampir. Das war, by the way, wenn ich jetzt schon dabei bin, das allererste YouTube-Video auf meinem Kanal. Das war das dümmste Duelle-Video, Jaden gegen Kamula. Leider wurde das gesperrt. Also da habe ich es wohl etwas zu gut gemeint mit den Anime-Szenen. Und das wurde dann im Nachhinein gesperrt. Und ich habe es dann nochmal neu gemacht. Also es ist mittlerweile wieder auf meinem Kanal online. Also ich habe es im Nachhinein nochmal aufgenommen. Und aus irgendeinem Grund hat Jaden Elemental Stratos auf der Hand, den er eigentlich nicht haben sollte. Soweit ich weiß, gab es die Karte nur im Manga. Aber soll mir recht sein, dann suchen wir uns ein Heldenmonster. Und ja. Die Frage ist, wen suchen wir jetzt? Wir haben Avian, Bubble Man, Sparkman. Wir könnten uns Wildheart, Blade Edge oder Burstinatrix suchen. Oder Clayman. Ich weiß nicht. Es macht eigentlich gerade gar keinen wirklichen Unterschied. Ich würde sagen, suchen wir uns Wildheart. Ich meine, der hat mit seiner Immunität gegen Fallenkarten immerhin einen halbwegs sinnvollen Effekt. Deswegen suchen wir uns Wildheart. Und greifen wir mit Elemental Stratos sein, beziehungsweise ihr verdecktes Monster an. Und es ist Vampir-Baby. Ich hatte jetzt eigentlich sowas wie Zombie-Werwolf erwartet, weil das war die Karte, die sie tatsächlich im Duell gespielt hat. Aber na gut. Wahrscheinlich haben sie hier einfach diese ganzen Vampir-Karten genommen und in ihr Deck gesteckt, weil sie ja sowieso Vampir-Lord und Vampir-Genesis gespielt hat. Das dürfte interessant werden, okay? Auf der anderen Seite haben wir dafür immerhin Stratos. Ich meine, wir können uns die Oldschool-Elementalen suchen. Was macht das Ding? Es ist egal, was das Ding macht. Sie opfert es sowieso für Vampirlord. Der dafür sorgt, dass quasi unser Deck zerstört wird. Will ich jetzt Spiegelkraft darauf aktivieren oder will ich das nicht? Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal die Gelegenheit haben wird, ein Monster zu beschwören, das mehr als Stratos hat? Nicht ziemlich hoch. Also sagen wir einfach Spiegelkraft. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das bereuen werde. Oh nein, es fängt schon wieder an. Es fängt schon wieder an.
also keine Ahnung, irgendwie spielen die Analog-Sticks von meinem linken Joy-Con, von dem blauen hier, verrückt. Bodenlose Fallgrube. Ich bin mir relativ sicher, dass Jaden die ebenfalls nicht im Anime gespielt hat, aber ich beschwere mich nicht. Immerhin haben wir auch ein leichtes Power-Up bekommen. Beschwören wir Elemental Sparkman mit 1-6 und greifen dann an mit Stratos und Sparkman. Das ist zwar relativ unspektakulär, aber ich meine, was wollen wir sonst machen? Verstärkung für die Armee. Wir können uns theoretisch noch einen Stratos suchen, aber... Nein, ich habe vergessen. Ah, ich wollte BTH noch setten. Oh mein Gott, was ist denn heute los? Was ist heute los, Freunde? Es ist ein einziges Desaster. Vampirlord kommt zurück. Vampirlord kommt zurück. Das hätte ich mit BTH verhindern können. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt muss ich eine Falle auf den Friedhof senden. Ertränkende Spiegelkraft. Endlich frei. Wenn ein Monster, das du kontrollierst, durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, wähle zwei offene Monster auf dem Spielfeld. Mische die gewählten Ziele ins Deck. Das ist tatsächlich, das ist überraschend gut. Ich habe keine Ahnung. Ertränkende Spiegelkraft mischt zwar die Monster ins Deck, allerdings nur, wenn sie direkt angreift. Und ja, legen wir Ertränkende Spiegelkraft auf den Friedhof. Komm schon, ich muss eine Fusionskarte ziehen, okay? Es ist wie im Anime. Ohne Fusion ist Jaden quasi aufgeschmissen. Und wir ziehen Elemental Hyper Cinetrix. Was wollen wir denn jetzt hier machen? Aktivieren wir erstmal Verstärkung für die Armee. Oh mein Gott, das war so dumm. Das hätte ich alles verhindern können. Ich hätte einfach... Oh mein. Warte mal, wir haben nur einen Stratos. Wieso zur Hölle haben wir nur einen Stratos? Ist Stratos vielleicht limitiert oder so? Kann das sein? Vielleicht im OCG? Ich habe die OCG-Banlist nicht im Kopf. Wobei, der Story-Modus kümmert sich sowieso nicht um Banlist, also ist das Quatsch. Wir suchen uns auf jeden Fall mal Elemental Clayman, der hat 2000 Death, über den dürfte Vampirlord erstmal nicht drüber kommen. Und sollte sie irgendwas beschwören, was mehr Punkte hat, dann kann ich es mit BTH outen. Das ist gerade sowas von nervig. Es ist sowas von nervig. Es sind vor allem... Also, ich weiß, das hört sich jetzt an wie eine Ausrede, aber diese ganzen Fehler passieren einfach nur, weil ich irgendwie vergesse, irgendwelche Knöpfe zu drücken oder so, beziehungsweise irgendwie auf die falschen Knöpfe drücke oder irgendwas in der Art. Und das ist noch bitterer, als wenn ich wirklich halt Spielfehler machen würde, okay? Spielfehler sind, ich meine, da kann ich mir dann immerhin sagen, okay, ich war lost oder so. Aber wenn ich aus Versehen irgendeinen falschen Knopf drücke oder so, das... ist ja nicht rückgängig zu machen, wie auch immer. Wir können mit diesen ganzen Monstern auf unserer Hand nichts anfangen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ein Monster zu beschwören und ihr verdecktes Monster anzugreifen. Den würde sie dann aber mit Vampirlord angreifen. Und dann wahrscheinlich eine Fallenkarte von meinem Deck wieder auf den Friedhof senden wollen, was mir mehr und mehr Möglichkeiten nimmt, ihre Vampirmonster zu outen. Deswegen lasse ich das einfach bleiben. Oh mein Gott. Kommt da etwa, da kommt der zweite Vampirlord. Ich frage mich, ob ich, lohnt es sich jetzt bodenlose Fallgrube zu aktivieren, weil sie kommt ja eh nicht drüber. Egal ob mit einem oder mit zwei. Clayman hat trotzdem 2000 Death. Und die Möglichkeit besteht durchaus, dass sie später noch Vampir Genesis beschwört. Deswegen behalte ich mal die BTH bei mir. Ja, Clayman dürfte mich erstmal schützen. Krass auf jeden Fall. Clayman 2000 Death, bester Mann. Bester Mann. Das ist das einzige von den Elementarheld-Monstern, also von den normalen, das vernünftige Werte hat. Sparkman mit 1,6 ist der Beatstick. Clayman mit 2000 ist die Wall. Okay, Avian und Burstinatrix finde ich zwar noch cooler als Clayman und Sparkman, aber machen halt gar nichts. So von den Punkten her. Ich kann jetzt auch nichts beschwören, es lohnt sich nicht, okay? Ich müsste halt wirklich... Boah, würde ich jetzt Fusionstor ziehen, das wäre perfekt. Fusionstor würde so krass kommen jetzt. Aber, ja, was wollen wir machen? Vampir-Baby, was macht das Ding? Am Ende der Battlefield, falls diese Karte in diesem Spielzug ein Monster durch Kampf zerstört hat, du kannst das Monster als Spezialbeschwörung. Oh mein Gott, sie opfert zwei ihrer Monster für Verzweiflung aus der Finsternis. Ja gut, das muss ich jetzt auf jeden Fall BTH'n. Also für die, die es nicht wissen, BTH steht für Bottomless Trap Hole, also bodenlose Fallgrube. Und ihr Vampirlord kann jetzt direkt angreifen in diesem Zug. Und sie will natürlich, dass ich eine weitere Fallenkarte auf den Friedhof sende. Vielleicht hätte ich die Spiegelkraft doch behalten sollen. Ich glaube, das wäre schlauer gewesen.
Wobei auf der anderen Seite hätte ich kein wirkliches Problem gehabt, wenn die bodenlose Fallgrube... Egal, es bringt nichts darüber zu diskutieren. Es ist jetzt so, wie es ist. Verstärkung für die Armee. Und wir suchen uns noch einen Clayman. Wir setten noch einen Clayman. Zwei Walls mit 2000 Death-Freunde. Und wir könnten gut und gerne langsam mal eine Zauberkarte ziehen, weil mit diesen ganzen Monstern hier kommen wir nicht weiter. Vampir-Übernahme? Was passiert hier? Oh mein Gott. Ich habe noch nie Duel Links gespielt, okay? Und im TCG sind Vampire nicht relevant. Was ist hier los? Moment mal. Aktiviere ein Vampir-Königreich direkt von deinem Deck, dann kannst du ein Finsternis-Vampir-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof in die offene Verteidigungsposition... Moment mal, hä? Wieso zerstören ihre... Moment mal. Monster vom Typ Zombie halten nur während der Schadensbrechung 500 ATK? Das sagt ihr mir jetzt? Oh mein Gott. Ich dachte, ich wäre sicher hinter Clayman. Aber wir haben Fusionsweiser gezogen, immerhin. Die Frage ist, das Ding hat 2800. Gibt es überhaupt eine relevante Fusion, die mich jetzt retten könnte? Erstmal, was kann das Ding noch? 500 ATK während der Schadensberechnung. Einmal pro Spielzug, wenn Karten vom Deck deines Gegners auf den Friedhof gelegt werden, wähle eine Karte auf dem Spielfeld, lege ein finsternis Vampirmonster von deiner Hand oder deinem Deck auf den Friedhof und falls du dies tust, zerstöre das gewählte Ziel. Okay. Also erstmal, obvious, wir aktivieren Fusionsweiser. Und suchen uns damit Fusion. Polymerisation. Ich bezweifle aber, dass wir gerade eine nennenswerte Fusion haben. Wir haben Flammflügel, Mann, aber was bringt das? Das bringt nichts. Wir hätten Mudballman beschwören können, wenn wir jetzt noch einen Clayman hätten. Das hätte aber auch nichts gebracht, weil ihr Ding bekommt ja 500 ATK dazu. Ihr Deck ist tatsächlich ziemlich stark, um ehrlich zu sein. Ja. Also selbst mit Fusion können wir hier nichts machen. Also wir können einfach nur irgendwas verdeckt spielen und hoffen. Wieso gehe ich jetzt in die Battle-Phase? Ich wollte auf Endphase klicken. Aber irgendwie hat der Analogstick nicht mitgemacht. Ah, oh mein Gott. Wir müssten jetzt... Was gibt's für einen Ausweg aus dieser Situation? Wir müssten Elemental Tempest ziehen. Aber selbst dann bringt das nicht wirklich viel. Denn ihr Monster bekommt ja 500 ATK während der... Selbst wenn wir eine Fusionsbeschwörung machen würden, können wir das Ding überhaupt loswerden? Mit Wild Edge nicht, mit Donnergigant nicht, mit Tempest nicht, mit glänzender Flügelmann eventuell. Aber dann bräuchten wir noch ein Sparkman und noch eine Fusion. Schwierig. Wir müssen so lange stallen, bis wir irgendwas in der Art ziehen. Und so lange setten wir mal hier Elemental Avian und beenden unseren Zug. Das wird schwierig, um ehrlich zu sein. Oder wir ziehen Wolkenkratzer. Wolkenkratzer wäre natürlich auch eine Option. Falls diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, lege die oberste Karte seines Decks auf den Friedhof. Hört sich nicht gerade... Hört sich nicht cool an. Und was ist es? Blade Edge. Und dann kann sie noch... Oh mein Gott. Sie macht hier die Plays, Freunde. Sie macht hier die Vampir-Plays. Und es sieht nicht gut für uns aus. Es sieht Real Talk nicht gut aus. Wobei, wir haben jetzt MST gezogen, das ist schon mal etwas. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall Wild Heart beschwören und ich muss ja ihren Blutsauger überrennen. Vorher aber natürlich MST, damit ihr Vampirkönigreich stirbt. Und dann muss ich hoffen, dass sie im nächsten Zug nicht irgendwie was Krasses mit vielen Angriffspunkten beschwört, sodass ich nicht instant verliere. Also ich glaube tatsächlich, dieses Duell ist so gut wie verloren. Also egal, was wir machen, wir kommen hier nicht wirklich raus. Es sei denn, wir topdecken jetzt Topf der Gier und ziehen dann Sparkman und noch eine Fusion. Dann würden wir hier rauskommen. Aber nur dann. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht wirklich. Oder Wolkenkratzer halt. Was macht das Ding? Oh mein Gott, sie specialt einfach ein Monster. Vampir-Verführerin, Okay, wir haben noch... Hiernach haben wir noch 700 Lebenspunkte. Es hängt jetzt alles von diesem Top-Deck ab. Es hängt alles hiervon ab und wir ziehen... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist Monster-Reanimation! Haben wir Sparkman im Friedhof? Das ist entscheidend. Wir haben Sparkman im Friedhof. Wir haben Sparkman im Friedhof. Das bedeutet, dass ich immerhin auf Elemental Tempest gehen könnte. Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Was kann ihr Ding hier? Einmal pro Spielzug, wenn diese Karte... Oh, ich will das lesen! Mann! Mann! Ich kann's nicht lesen, weil mein Joy-Con es nicht will! Bleib doch da! Mann!
Einmal pro Spielzug, wenn diese Karte oder ein Vampirmonster als Normalbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschworen wird, du kannst ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert und dessen ATK höher sind als die dieser Karte. Rüste diese Karte damit aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Tempest hat einen Schutzeffekt, oder? Aber wie funktioniert sein Schutzeffekt? Funktioniert anders als im Anime. Du kannst eine andere Karte, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen, um ein Monster zu wählen, das du kontrollierst. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, kann das Monster nicht durch Kampf zerstört werden. Okay, das heißt, ich könnte jetzt ein Monster von mir opfern und dann kann er erstmal nicht mehr durch Kampf zerstört werden. Das bedeutet, ich müsste vor dem Ding hier keine Angst haben, sondern nur vor dem Ding. Das ist alles kompliziert. Aktivieren wir erstmal Monster-Reanimation, Freunde. Und wäre es vielleicht nicht sogar schlauer, Stratos zu beschwören und sich Sparkman zu suchen? Ich glaube, das wäre deutlich schlauer. Beschwören wir Stratos. Und aktivieren seinen Effekt. Und suchen uns Elemental Sparkman. Moment mal, wenn ich mir jetzt sowieso was suchen kann, dann könnte ich auch auf andere Fusionsmonster gehen, aber das macht gerade nicht wirklich Sinn, weil nichts außer Tempest irgendwie über ihre Monster drüber kommt. Deswegen Sparkman. Oh mein Gott, ich glaube, wir hatten noch nie so ein spannendes Duell. Aktivieren wir Fusion. Fusion für Elemental Tempest. Mit Sparkman, Avian und Bubbleman. Jaden hat tatsächlich Elemental Tempest in diesem Duell sogar beschworen. Es macht sogar... Was passiert denn hier? Ihr seht, ich berühre nichts, okay? Ich berühre nichts und trotzdem spielen die Joy-Cons verrückt. Das ist zu wild. Das ist zu wild. Elemental hält Tempest. Das geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven, um ehrlich zu sein. Aber na gut. Wir können jetzt entweder... Na, das bringt nichts. Wir aktivieren einfach den Effekt von Elemental Tempest. Und opfern den Elemental Stratos. Und targeten ihn selbst. Das bedeutet jetzt, er kann nicht durch Kampf zerstört werden. Sehe ich das richtig? Dann greifen wir mit Tempest doch ihre Vampir-Verführerin an. Weil vor dem Ding brauchen wir ja, wie gesagt, keine Angst zu haben. Oh mein Gott, ist das spannend. Ist das spannend. Ich hoffe jetzt, sie topdeckt nichts, was das irgendwie outen kann. Vampir Lady. Nein! Sie kann direkt angreifen! Nein! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ein ultimativer Troll am Ende. Oh mein Gott! Norm ist Summon Vampir Lady. Greift direkt an. Was soll ich sagen, Freunde, diese Niederlage hätte man durchaus vermeiden können, aber es sollte nicht so kommen, meine Controller wollten es nicht so. ich würde sagen, beim nächsten Mal nehmen wir auf jeden Fall Rache an der Vampir-Lady. Sie hat sogar im Anime Crowler und Zane besiegt, das bedeutet, nach der logischen Abfolge müssten wir theoretisch 2 Duelle gegen sie verlieren, bis wir 1 gewinnen können. Wir werden sehen. Wir werden beim nächsten Mal sehen, Freunde. Falls euch das Video gefallen hat, dann aktiviert auf jeden Fall eure Gerätezauberkarte. Den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gerätezauberkarten.